Unsere Vision ist eigentlich ganz einfach. Wir wollen, dass alle Menschen leistbare Miete haben, egal wo man herkommt und egal wie viel Geld man hat. Das Wichtige an der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen ist, dass sie genau da an den rechtlichen Möglichkeiten ansetzt und zu sagen, diese Stadt gehört eigentlich uns und wir sollten darüber auch entscheiden können. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, das ist nicht was Radikales von nirgendwo, sondern baut auf Grundgesetz und auf die beste Tradition Bundesrepublik Deutschlands. Liebe Berlinerinnen und Berliner, hier am Stand Deutsche Wohnen und Co. enteignen, bitte jetzt fürs Volksbegehren unterschreiben. Für mich in 52 Jahren Politik ist es die schönste und auch erfolgreichste Kampagne. Die Idee der Vergesellschaftung ist festgeschrieben schon in der Weimarer Verfassung und dann später auch im Grundgesetz als Grundrecht. Diese Möglichkeit von demokratischer Vergesellschaftung, diese finanzgetriebene Spekulation radikal und gesetzmäßig an der Wurzel zu packen, also sowas gibt es tatsächlich woanders nicht. Es geht darum, ob die Menschen keine Angst haben müssen vor dem Morgen. Wir haben es auf der einen Seite zu tun mit einem Verdrängungsprozess, also in Stadtvierteln, die früher den unteren und mittleren Einkommen vorbehalten waren. Wollen wir das eigentlich, dass gerade auch Wohnen, dass es immer teurer wird und dass dann Menschen immer mehr verdrängt werden? Wenn man sagt, steigende Mieten in New York oder in London, das sind doch normal. Das heißt, die Normalität ist insofern das Problem. Wohnen ist ja nicht irgendwas. Man braucht eine grundsätzliche Antwort auf die Verhältnisse. Es geht ums Ganze. Letzte Volksabstimmung über Enteignungsmaßnahmen war die 1926 über die Fürstenenteignung. Sonst gab es sowas in Deutschland nicht mehr. Das Geld, mit dem die Großkonzerne spekulieren, das sind unsere Arbeitslöhne. Und das Geld bleibt leider nicht in Berlin. Tatsächlich wissen wir nicht, in welche Briefkastenfirmen von Steueroasen dieses Geld abfließt. Und das bedeutet auch weniger Geld für die Infrastruktur, für den Nahverkehr, für Kita-Plätze. Da stehen die mächtigsten Kapitalfraktionen der Welt dahinter. Ja, bei Deutsche Wohnen ist es BlackRock, die größte Investmentgesellschaft der Welt, die viele Billionen verwaltet. Bei einer Enteignung der Deutschen Wohnen würden die natürlich auch große Verluste erleiden. Und ich glaube nicht, dass die begeistert darüber sind. Ja. Es profitieren nur sehr, sehr wenige. Das heißt, eine massive Umverteilung von unten nach oben. Und ist das nicht eigentlich ungerecht, dass jemand Geld abschöpft für etwas, was er einfach nur besitzt? Du bist in einer ziemlichen Konfrontation mit den Besitzenden, weil sie natürlich wissen, dass wir uns in einem legalen Rahmen bewegen, erstens, und zweitens, dass wir eine Mehrheit der Bevölkerung hinter uns kriegen. Und das macht ihnen totale Sorge. Mit der Vergesellschaftung geht es nicht nur darum, dass Wohnraum in öffentliche Hände bleibt, sondern tatsächlich auch diese demokratische Verwaltung des Wohnraums langfristig zu sichern. Es geht ja um die Frage, können wir uns das Gemeinwohl wieder zurückerobern? Wir wollen und wir werden diese Auseinandersetzung gewinnen, damit unser Berlin weiterhin ein lebenswerter Ort bleibt. Organisiert euch und unterstützt die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Denn Berlin hat Eigenbedarf.